Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück. Wow. So, hier. Hi. Denk dran, dass du am längsten gleitest. Ja. Wenn du ganz oben Sprung gedrückt hältst, ja, ist gut. Ich sehe es kommen, dass er uns noch eins aufs Maul gibt. Anstatt, dass wir ihn treffen. Samba! Jetzt aber! So. Ich glaube, da kamen wir her. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, da haben wir schon ein nächstes Special. Oh, du hast die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Was, jetzt schon? Das ging ja fix. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Mit Henry. Der ist süß. Auch wenn er schielt. Hui. Ich erinnere mich. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Nutze den Superflug Power-Up, um die Geister zu grillen. Ja, fängt schon gut an. Boah, Alter. Alter, fliegt doch nicht gegen alles, was da rumfliegt. Rum steht, so rum. Tja. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Ein Wunder, dass das noch ganz ist. Hallo, Jake. Hi. Hi. Und wie ihr seht, es gibt jetzt auch keine Anzeige mehr für die Schwierigkeit. Weiß nicht, ob das deswegen gemacht wurde, weil jetzt alles eine ähnliche Schwierigkeit hat. Oder weil sie sich einfach gedacht haben, nee, komm, kein Bock. Ja, und wie man hört, hier ist übrigens auch wieder ein Eierdieb. Oh, da fällt mir ein, da gibt es ja auch diverse Level, wo man sehr stark wieder mit diesen Super-Sprint-Dingern arbeiten muss. Oh, das wird auch wieder anstrengend, weil das mit dem Joystick ja nur so schlecht zu meistern ist. Ja, gut gemacht, mein Freund. Ach, halt die Schnauze, ich krieg dich ja doch irgendwann. Früher oder später. Ah, in dem Moment hüpft er natürlich, ne? Super. Um die Kurve. Ach, leck mich. Nimm ich erst das mit. Halt die Schnude.
Ach, ernsthaft jetzt? Jetzt drehst du dich um? Oh, ich hasse das. Du mistiges Kackviech. Bleib hier jetzt. Mann. So, Brian. Ah, ja. Gibt's hier denn noch Pünktchen zu holen? Offensichtlich nicht mehr. Ich laufe trotzdem noch mal ab, zur Sicherheit. Ich hoffe, Sparks hat die Angewohnheit, mich nach draußen zu führen, wenn nichts mehr hier drin ist. Und nicht, weil das hier draußen näher an mir dran ist. Ja, offensichtlich haben wir hier alles. Okay. Ich hoffe es. Oh, Entschuldigung. Falls das sehr laut für euch war, tut mir leid. Ich bin gerade mit der Hand gegen das Mikro gerufen. So. Ach, warte mal, da hinten haben wir doch auch noch so ein kleines Mini-Dingens, ne? Dann machen wir das halt erst. Was haben wir hier? Oh ja. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Die müssen wir immer schön anheizen, damit die heiß bleiben. Juhu! So, und die Sonnensamen nehmen auch immer einen anderen Weg, ne? Also die gehen nicht zweimal den gleichen Weg und wir müssen halt drei verschiedene Wege laufen. Einer schwerer als der andere. Aber das sollte schon irgendwie passen. Guck, der geht jetzt dahin. Danke, Kamera. Oh, da haben wir auch noch was. Dazwischen. Ach guck, jetzt gibt es auch diese Fünfer-Dinger wieder. Die sehen jetzt auch, die haben jetzt auch wieder eine dunklere violette Farbe, so wie es früher war im ersten Teil. Nicht mehr gehen. Oh Gott. Gut, passt. Juhu. Das nenne ich eine Sonne. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Lulu. So, haben wir hier denn noch was? Da hinten in der Ecke. Ach, guck da. Da haben wir noch ein bisschen was. So. Upsi. Upsi. So, ich glaube, das war's hier auch. So, das haben wir auch. Ich glaube, das geht nur nach oben. Ja, ich weiß, dass ich nach oben muss.
Jetzt gehen wir doch nicht auf den Keks. Will er durch? Gott, wie kam ich denn nochmal dahin? Weil dieser Wirbel, der hat mich ja, glaube ich, in das Dingens gebracht, ne? In das Minigame. Da oben. Oh, warte, da hinten kann ich bestimmt hinfliegen. Ui. So, was haben wir hier? Wie kam ich denn da noch mal hoch? Ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ey. Da könnte es... Ah, da könnte was sein. Sehr schön. Yeah. Normalerweise dürfte dem guten Spyro ja eigentlich Feuer nicht ausmachen. Eigentlich. Weil der ist ja ein Drache. Claire. So, das haben wir. Wisst ihr, was fehlt noch? Tatsächlich. Was wo? Da drüben. Klettern wir mal da runter. Nee, schade. Ich dachte da hinten in der Ecke einfach. Oh, Wuza. Wuza. Ne, da hinten. Irgendwo da hinten. Ach da. Ich dachte schon, wie komme ich denn jetzt wieder weg? Okay, da müssen wir wohl nochmal zurück. Gehen wir mal da lang. Hier vielleicht. Ach, da. Ah, hier haben wir es. Hallo. Sehr gut. So, Level abgeschlossen. So, mal schauen, ob wir wieder zurückfinden. Hier. Ah, Mist. Hui. 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 Tada. So, ab nach Home. Vielen Dank für eure Kooperation. Ich mach mich vom Acker. Jo. So, da haben wir schon 20 Eier gefunden. Und es werden noch mehr werden. Endlich funktioniert mein Portal wieder.
Besuch mich in der Tiki-Hütte. Ist das nicht früher Tiki-Lounge? Oder täusche ich mich da? Misch da vor allem. Misch. Reise nach Schmelzkrater. Ah, okay. Das heißt Schmelzkrater. Das heißt nicht Tiki-Hütte. Das ist der Schmelzkrater. Die Rinoxe stiften hier Chaos, aber ich kann niemanden lange genug aus der Tiki-Hütte holen, um etwas dagegen zu unternehmen. Ja, deswegen sind wir ja jetzt anwesend, ne? Wir machen das schon. Ah, guck, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Oh Gott. Hallo. Billige Kopie eines Indiana Jones Verschnitts. Was ist das? Ach, das ist so eine Schnecke. Das sieht schon cool aus, ne, der Hintergrund. Ihr könnt mir ja nichts. Ricky. Glaub nicht, wenn er das, dass hier die Blümchen waren, die man für einen Könnerpunkt abfackeln musste. Oder auch nicht. Ne, guck, die erholen sich wieder. Okay. Könntchens. Achte darauf, dass Sparks gesund bleibt. Wenn seine Gesundheit niedrig ist, grille eine kleine Kreatur wie die Schnecke unter mir, um einen Schmetterling zu befreien. Und ihn zu füttern. Schnecki. Oh, das ist nicht gut. Ah. Schweini. Nacht in der Tiki-Hütte verschenkt. Curly. Hinweis, Wachtmeister Bird ist derzeit auf einer wichtigen Mission ins Innere eines Käfigs. Pech gehabt. Wisst ihr, das ist wieder so ein Level, wo man später zurückkommen muss, wenn man dann den nächsten Kumpel freigeschaltet hat. Spyro, zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Danke, Spyro. Ja, ja, immer dasselbe mit dem. Dieser gemeinen Eierdiebe. Immer dasselbe mit dem. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich eine verdächtige Person da drüben mit einem gesehen.
Hallo. Ach, guck, das ist das erste mit dem Supersprint. Wenn man dann richtig anfangen könnte. Nee, 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 nee. Ja, ich glaube, mich zu erinnern, der erste war ohne, der zweite war mit Supersprint, wenn ich mich noch richtig erinnere. Könnte sich nur um Jahre handeln, wie man sieht. Ah. Schade. Nimm das gleich schon mal mit. Ja. Das kann dauern, liebe Freunde. Hä? Warum ist der denn so sauschnell? Willst du mich verarschen? Den krieg ich ja nie. Das ist doch noch nicht eingeschaltet. Ich kann das doch noch nicht machen. Wie soll ich denn den einholen jemals? Soll ich den denn je einholen? Hä? Mache ich irgendwas falsch? Ah, so langsam. Hallo! Myra! Hey, da ist noch einer. Der war echt schnell. Wenn ich die Superladung aktiviere, kannst du ihn vielleicht fangen. Nee, 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 nee. So, jetzt wird's lustig. Guck mal, wie frech der ist, dass der auch immer wartet. Ja, fängt schon gut an. Leck mich! Jetzt bleibe ich erst hier unten. Vor allem müsste der nicht eigentlich auch durch die Superladung noch mal schneller werden? Eigentlich? Weil der läuft ja schließlich auch über das Zeug rüber, oder wird das nur von Drachen aktiviert? Ja, ja, du mich auch. Ich krieg dich schon noch. Ich habe das Spiel auch auf 100%. Ich habe dich immer gekriegt, Junge. Ich steuere hier. Oh! Alter, das war zu schnell. Das war zu... Die Kamera war zu... schrecklich. Jawohl! Der Kermit. So, das war's. Haben wir hier noch? Ja, da unten sehe ich noch Zeug. Ach, okay, da muss ich wieder gegenflitzen. Das war, glaube ich, relativ einfach zu öffnen, das Ding. Halt, warte. Auch noch. Auch noch. Ja, inwiefern das relativ einfach zu öffnen war, man stelle sich einfach hier drauf und renne einfach kerzengerade runter. So, da liegt noch was. Oh, guck mal hier. Da haben wir auch noch einen Könnerpunkt. Ja, manche Könnerpunkte sind echt easy und dann hast du wieder Könnerpunkte, wo du fast ausrastest. So, ich glaube, wir sind hier fertig. So, da unten.
Hier verkugel ich mir immer den Hintern. Hüter! Muss ich irgendwo hoch? Ja, ah ja, da verkugel ich mir immer den Hintern. Da. Hallo. Hä? Wie kam ich denn jetzt hier weg? Ja, genau, so. Normalerweise müsste er da schon anfangen zu schweben, aber scheinbar checkt das das Spiel nicht richtig. Weil der sich vehement weigert, irgendwie relativ fix nach dem Drücken des Gleiten, also nach dem Anfang des Gleiten, der sich irgendwie weigert, dann schon zu schweben. Das habe ich in den anderen Teilen, oder im zweiten Teil tatsächlich auch schon gehabt. Ach, da, da hinten, da leuchtet es. Ein Schlüssel. Ja, Errungenschaft. Ein aufgeschlossener Zug. Okay. So, es fehlen aber trotzdem noch Viecher. Viechers. Mhm. Es fehlen aber trotzdem noch Sachen. Mal gucken, ob wir die auch noch finden. Ach ja, genau. Die finden wir da wahrscheinlich hier. Können wir aber noch nicht machen, weil wir den Guten noch nicht freigeschaltet haben. Deswegen müssen wir da später nochmal herkommen. Da können wir jetzt auch gleich direkt rausgehen. Und können den Rest dann später machen, wenn wir das Vöglein freigeschaltet haben. Jo. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Also tschüss.